So, moin, ihr scheiß E-Biker. Ich, alter scheiß E-Biker, bin gerade auf dem Weg nach Wheel Sports, um mir mein neues Wild Myo Super Custom abzuholen. Der Max hat mich angerufen und hat gesagt, es ist fertig. Jetzt endlich, man war ein bisschen lange hin, ich glaube November habe ich es bestellt. Klar, es ist ein Myo, Myo dauert immer was länger, da waren noch viele Teile dabei, die ich speziell haben wollte. Aber vor allen Dingen haben wir jetzt geiles Wetter, endlich mal die erste Woche in diesem Jahr, wo es mal ein bisschen sonnig ist, wo wir ein bisschen geile Temperaturen haben. Hoffentlich die Trails bald abtrocknen und ich das neue Baby nicht unbedingt direkt wieder einschlafen muss. Ich bin echt monster gespannt, wie das Teil aussehen wird. Ich freue mich schon. Ich habe so ein paar Bilder schon mal gesehen, aber wenn man es live sieht, ist doch irgendwie was anderes. Und irgendwie ist so ein bisschen Weihnachten, ne? 3 Jahre sind rum und ich bin jetzt wieder bei Wheel Sports, um mein neues Orbea Wild abzuholen. Ich habe mein Wild jetzt mal Super Custom genannt, weil tatsächlich, also ich komme später nochmal in einem anderen Video darauf zurück, was ich alles verändert und eingebaut habe. Aber grundsätzlich ist eigentlich nur noch der Rahmen original übrig geblieben, der Rest wurde verändert. Wheel Sports als Händler habe ich mir ausgesucht, weil hier die Bikes noch richtig customized werden. Den Link zu Wheel Sports habe ich euch mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Ich bin heute hier mein Orbea Wild Myo Super Custom. Super Custom abholen. Warum eigentlich nicht Hyper? Nee, Super hört sich besser. Super Custom. Hyper schöner? Nee. Das hat was vom Pokémon Superball. Und hier natürlich der Max. Hallo. Wheel Sport Max. Man. Freut mich, dass du da hier bist. Wir kennen uns jetzt ja schon seit über 3 Jahren. Ne? Ja. Das erste Mal waren wir auch schon. Zwischendrin, da flacht der Kontakt immer ab. Ja, genau. Wenn da alles funktioniert, bin ich immer glücklich. Hört man nichts, dann geht's wieder hoch. Aber nur beim nächsten Bike. Ja, bei mir ist schon wieder so weit. 3 Jahre sind rum. Ich habe ja ein Jobrad. Das heißt, Enola 1 ist raus. Jetzt kommt Enola 2 an den Start. Ist das Enola schon weg, das erste eigentlich? Nee, noch nicht. Alles verrückt. Nahtloser Übergang. Ja, genau. Ja. Ich fahre direkt morgen. Erstmal gucken, dass alles funktioniert. Einstellen, sauber machen und dann. Ich muss ja Enola auch wieder. Toppi-fitti machen. Ich habe ja echt einen Lackstift geholt, Lackreiniger, da sollte alles ein bisschen sauber werden. Da kriegt schon Service hier und da. Sehr gut. Seht ihr demnächst dann, wenn das dann irgendwie zu verkaufen ist. Ja, Max, ihr habt ja einen richtig geilen Laden, weil gerade was Orbea angeht. Ich habe hier vorhin ein Video gesehen von Seffer, der hat mir gezeigt, was gerade so los ist bei euch. Wie viele Räder dreht ihr so am Tag? Was meinst du so? Ja, das ist immer alles so. Das ist immer die erste Frage. Ne? Die viel interessanter ist eigentlich, wie viel könnte man machen, ne? Wenn quasi, ja, wenn wir Jungs. Manpower hätten, wenn wir Zeit hätten, dann könntest du unendlich viel drehen. Ne? Aber ihr seid der größte Orbea-Händler in Deutschland, ne? Wir 2016 waren wir Dealer of the Year noch für ganz Europa und ich denke von den klassischen normalen Händlern, also keine Ketten oder sowas, da sind wir eigentlich immer noch die größten. Ja. In Europa vor allem Specials. Ja. Das ist aber das Wichtige. Mir war es echt wichtig, wenn ich einen Händler auswähle, dass ich auch jemanden habe, wo ich mal Fragen stellen kann. Weil es nicht nur einfach hier vom Regal rauskaufen, sondern tatsächlich auch so ein paar Besonderheiten, weil wenn ihr mein Bike, ich weiß nicht, ob es in dem Filmchen vorher kommt, nachher kommt, habt ihr gesehen, werdet ihr sehen, dass es sehr, sehr special ist. Wir haben auch lange hin und her gemailt. Genau, ist immer spannend. Die Anfangs, so diese Findungsphase dauert immer so ein bisschen. Ne? Ich wusste vorher schon, was ich wollte. Du weißt immer, was du willst, aber ich weiß nicht, ob ich das auch für dich möchte. Genau. Aber Max hat alles realisiert bekommen, alles hat funktioniert. Einzige, was noch fehlt, ist der Dämpfer von Öhlins. Und deine Kurbeln ist noch drauf. Ja, die Kurbeln, das ist ja meine, die übernehme ich von meinem alten, weil die sind alle noch top. Das passt aber auch, ne? Das wollte ich nicht vorhin machen. Ja. Sternaufnahme ist die gleiche. Die gleiche vom Motorsound passen alles, ja. Also sagen die Sterne. Ich setze mich jetzt mal retten die Nesseln. Ja, wird schon passen. Ja, I hope so. Okay, aber ihr habt wirklich einen geilen Laden. Ihr macht das jetzt seit wie vielen Jahren seid ihr hier? Seit 2000. Frank hat den Laden 2001 aufgemacht und ich bin jetzt im 15. Jahr dabei. Franco ist quasi, wenn man so will, mein Ersatzpapa. Das hat sich irgendwann so ganz gut etabliert. Ne? Und dann, ja, du lebst ja quasi auch schon hier. Ihr lebt ja beide irgendwie, ne? Also ja, Frank, ja. Ich bin unweit von hier. Ne? Also ich bin in Rotalden. Ne? Wer den famosen F-Trail, Felsenwanderweg kennt, den schönsten Weg in ganz Europa. Bist du auch schon gefahren? Ne? Nee, noch nicht. Da werden wir demnächst mal einen Roadtrip machen. Ah, das muss ich mal schauen. Wir machen immer so ein paar Roadtrips mit ein paar Jungs und dann kommen wir hier in die Ecke auch mal vorbei. Da muss man sich immer nur ganz lieb verhalten, weil es ein Wanderweg ist. Ne? Ja, da gibt's aber. Aber wenn du meine Videos mal guckst, hast du ja gesehen, müssen wir mal ganz artig, wir bremsen, das wir grüßen. Ja. Grüßen ist immer wichtig, ja, ganz lieb sein. Es gibt zwar immer so ein paar, wo du denkst so... In keiner Art und Weise habe ich irgendwie mit einem Problem gehabt jemals, ne? In 28 Jahren nicht.
Also das heißt, wenn man sich normal verhält, scheint es ja möglich zu sein in alle Versionen. Ne? 28, wie alt bist du? 28. Okay. Na gut, dann in seit 26 Jahren. Sagen, meine Bike-Karriere ist tatsächlich schon über 30 Jahre. Du fährst schon länger Fahrrad als ich. Ja, 89, da warst du noch gar nicht. Nee. 95er Bau. Siehste? Habe ich schon 5 Jahre vorher gebiken. Und du fährst besser als ich hier. Das ist doch scheiße. So, super. Ihr habt auf jeden Fall immer volle Lotte zu tun, weil alle wollen bei Wheelsport Bikes kaufen. Orbea ist natürlich hier nicht die einzige Marke, aber eine der wichtigsten Marken für euch. Ne? Also ich sag mal so, wir haben nicht, also vorneweg, ich sage immer, nicht jeder muss von mir ein Orbea haben. Ja, es gibt definitiv, es gibt Geometrien und es gibt Bikes und es gibt Nischenprodukte und es gibt Sachen, da muss nicht Orbea draufstehen. Mhm. Aber unser Herz und meine Familie ist schon immer Orbea. Ja. Ja, also ich bin einfach damit erwachsen geworden und groß geworden und das ist einfach, unser Herz schlägt dafür einfach. Ne? Also, wenn du bei mir zu Hause ins Haus reinguckst, dann stehen da natürlich nur Orbea-Prototypen. Ne? Also das ist einfach, ich brenne halt maximal dafür. Wir haben noch den ganz alten Händlervertrag. Das heißt, wir gehören ja zu Orbea dazu. Ne? Also wir sind ja zur Genossenschaft und Orbea ist quasi einfach, ja, die sind halt genauso loyal, wie wir das auch sind. Es ist halt für uns schon immer wichtig gewesen, loyal einer Fahrradmarke was aufzubauen. Jetzt bin ich ja auch ein extremer Orbea-Fanboy. Ja. Kann ich jetzt auch Genossenschaftsmitglied? Nee, wir dürfen sie auch nicht. Wir dürfen nur basken. Oh. Ja. Die Spanier haben zu Frank mal gesagt, ne? Frank, you know, normally it's only Basque people. For you, we make an exception. Maybe we make an exception. Das ist einfach unsere Herzensangelegenheit, unsere Familie und ich glaube, dass das... Ich hoffe, dass man es auch manchmal spürt, auf jeden Fall zu uns gehört. Ne? Also, wir kennen da jeden persönlich, wir sind da auch oft persönlich. Und mir ist einfach wichtig, dass wir auch einstehen dafür. Ne? Also ich mache regelmäßig auch Reklamationen von anderen Händlern, einfach um da ein bisschen zu supporten. Oder Bikes natürlich auch von anderen Händlern, die nett von uns sind, machen wir da. Oder ich arbeite auch mit Orbea zusammen für Sachen, wenn da was nicht funktioniert, genauso helfen die aber auch uns. Ne? Also das ist immer so ein Geben und Nehmen und das macht es halt wichtig. Ja? Das ist auch nicht immer, man kann nirgendwo alles perfekt haben, immer sagen, es klappt immer alles perfekt. Aber ich glaube, da sind wir mit unseren spanischen Freunden schon sehr nah dran. Also das ist mir schon wichtig, ja. Ja, Steffen. Mit Kate LT schon. Oh, jetzt haben wir ja so über OB und jetzt kommt er mit. Wenn das die Spanier sind, Frank, dann bin ich durch. Ich bin Samuel. Vielleicht steht der hinten. Moment, hinten am Rücken steht vielleicht noch OB. Ich komme gleich wieder. Ich habe jetzt ganz toll erzählt, ne, wie man Spanier pusht und du kommst mit Kate LT schon. Ja, ich ziehe mich um. Er hat bestimmt die OB Unterhose an, oder? Ja, der hat nie Unterhosen an. Boah, Alter, was weißt du alles? Wir wissen alles übereinander. Komm ich wohl. Nicht obligatorisch, das ist Pflicht. Wenn du dich maulst und es liegt auf dem Kopf, dann denk schon an den Max. Ich fahre das so an. Ich fahre das so an. Ich fahre das so an. So, und jetzt kommt das Wichtigste: Ribbeln. So, nochmal drüber gelegt. So darf's. Top. So, wir haben fertig. Ein langer Tag war es heute. Wir haben viel gemacht und viel gefummelt und Max hat mir alles erklärt. Keine Übergabe. Viel gefummelt, genau. Ich freue mich richtig und morgen geht es vielleicht, wenn ich Glück habe, schon auf die erste Tour. Bin gespannt. Nicht kaputt machen, bitte. Nein. Aufpassen. Nachziehen. Ja. Bis bald. Alles wir sehen uns in 36 Monaten. Ciao, Mella.